Hallo und willkommen beim zweiten Teil unserer Videoserie über die Binomialverteilung. Wir schauen uns heute mehrere unabhängige Wiederholungen eines Zufallsexperiments an. Beginnen wir gleich mit dem zweiten Kästchen mit dem Titel Gleiches Zufallsexperiment für unabhängige Wiederholungen. Du wirfst einen fairen sechsseitigen Würfel insgesamt 10-mal. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, nur Sechser zu würfeln? Für den ersten Sechser haben wir eine Wahrscheinlichkeit von einem Sechstel. Eine günstige Zahl, unser Sechser, durch 6 mögliche erwürfelbare Zahlen. Fürs zweite Mal müssen wir beide Male diesen Sechser erwürfeln, also ein Sechstel mal ein Sechstel oder kurz ein Sechstel zum Quadrat. Für 3 Sechser eben ein Sechstel mal ein Sechstel mal ein Sechstel oder kurz ein Sechstel hoch 3. Ich glaube, du erkennst da schon ein Schema. Für unsere 10 Würfe haben wir 10 Sechser, also ein Sechstel hoch 10. Das ergibt eine sehr, sehr, sehr kleine Wahrscheinlichkeit. Rechnen wir uns das um, das entspricht einem Verhältnis von 1 zu 60.466.176. Unser zweites Beispiel. Wir sollen zuerst einen Sechser und dann 9-mal keinen Sechser würfeln. Also beim ersten Mal ein Sechstel hoch 1 für unseren ersten Sechser und dann hier drinnen, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eben keinen Sechser würfeln und das 9-mal. Also ein Sechstel mal 5 Sechstel hoch 9. Das entspricht einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr 3,32%. Was ist, wenn wir jetzt beim letzten Wurf diesen ersten Sechser würfeln? Das bedeutet, wir würfeln 9-mal keinen Sechser, also die 5 übrigen Zahlen, und einmal einen Sechster am Schluss. 3,32%. Was fällt dir auf? Diese Wahrscheinlichkeiten sind gleich groß. Was ist jetzt mit diesem Beispiel? Nur beim dritten Wurf und beim achten Wurf einen Sechser zu würfeln und genau einen Sechser zu würfeln. Teste an dieser Stelle dein Wissen. Pausiere dazu das Video, versuche die Beispiele zu lösen und komme dann wieder darauf zurück. Schauen wir uns das gemeinsam an. Hier ist quasi die lang ausgeschriebene Version von diesem Beispiel. Das heißt, wir würfeln keinen Sechser, wieder keinen Sechser, das entspricht unserem Sechser, keinen 4-mal und wieder unserem Sechser. Insgesamt kommen wir auf 10 Würfe und kurz geschrieben ein Sechstel zu Quadrat, das sind unsere beiden Sechser und hier haben wir 8-mal keinen Sechser, also in etwa 0,64%. Die Wahrscheinlichkeit, genau einen Sechser zu würfeln, ist 1 Sechstel mal 5 Sechstel hoch 9 mal. Und dieser Zehner beschreibt die Anzahl der Pfade, wo genau ein Sechser unter den 10 Würfen vorkommt. Das heißt, das sind ungefähr 32,3%. Kommen wir nun zum letzten Beispiel auf dieser Seite. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, genau 2 Sechstel zu würfeln? Das heißt, wir haben einmal die 2 Sechser, also ein Sechstel jeweils, dann 8-mal keinen Sechser und 10 über 2. Das ist der Binomialkoeffizient, den findest du auch auf dem Arbeitsblatt Kombinatorik, da ist auch der Hinweis gegeben. Und das berechnet dir die Anzahl der Pfade, die eben 2 Sechser beinhalten. Insgesamt kommen wir so auf eine Wahrscheinlichkeit von 29,07%.